Amy Controls ist eigentlich aus der Gruppe Technalpin entstanden und wir haben angefangen, die Systeme der Schneekanonen für andere Einsatzgebiete einzusetzen. Und basierend tut dabei immer alles auf Wassernebel. Der Wassernebel hat sehr, sehr große Vorteile gegenüber herkömmlichen Systemen, weil hier verteilt sich das Wasser viel besser und die Wirkfläche ist viel effizienter. Beh, per noi è cambiato tanto, perché usavamo l'abbattimento polveri con un idrante, il tipico idrante dei pompieri, e però abbiamo visto che non faceva un'operazione completa. A quel punto abbiamo trovato questa azienda che ci ha fornito questi abbattimento polveri moderni e è cambiato molto, in meglio. Tanto è vero che abbiamo avuto anche dal vicinato i complimenti per la mancanza polvere che c'è stata. Sostanzialmente la soluzione approcciata in Amy Controls è stata quella di avere un sistema che fosse il più possibile performante per l'applicazione robusta, stare all'aperto e avere un riscontro su display e PLC. Quindi l'approccio è stato quello di ingegnerizzare completamente la soluzione, quindi non con relè e bottoni, ma con una intelligenza interna che facesse da governor all'intera soluzione. Ich persönlich muss sagen, dass mir diese IFM-Produkte sehr gut gefallen. Sie sind sehr, sehr robust, sie sind genau, bedienerfreundlich und nicht zuletzt muss man erwähnen, dass IFM die komplette Produktpalette anbietet. Sensoren, Steuerung, Kabel, Visualisierung, das komplette Paket. Man hat keine Probleme, dass irgendetwas nicht funktioniert, weil es nicht zusammenpasst oder weil elektronische Bauteile nicht miteinander kommunizieren können. Das Problem gibt es hier garantiert nicht. La relazione con il cliente è assolutamente molto molto buona. Il tutto si basa inizialmente su uno scambio tecnico. Se si riesce ad avere l'intesa di una soluzione risolta con il cliente non ci sono problemi e loro da questo punto di vista ci supportano e noi li supportiamo vicendevolmente. Es wird verschiedene Neuheiten geben, die eigentlich nur möglich sind durch die neuen Produkte von IFM.